So, mein Name ist Frankie und wir filmen heute den Innenvan. Wir nennen den Van Pablo. Ich habe jetzt schon einen Namen für den Van. Ist eigentlich schon ein geiler Name, Pablo. Und genau, jetzt zeige ich euch mal die Wasserzufuhr. Hier gibt's Wasser. Ja. Zwei Kanister, die sind jetzt alles natürlich leer. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Feuerlöscher. Und jetzt will ich hier diese Dinger anbringen, um Handtücher oder halt irgendwelche Lappens da irgendwie zu befestigen. Ich glaube, das mache ich hier. Ist das am ehesten, am sinnvollsten. Dann kann man dann so ein Küchenhandtuch oder halt irgendwie... Ist das ein Handtuch? Nee. Ah, das ist eine Mülltüte ist das. Genau, was haben wir da noch? Das sind auch noch so Ersatzteile. Braucht aber keiner. Genau. Genau, hier ist also dann auch der Herd. Schaut. Ah, wie war das nochmal? Könnte man das hier rausziehen? Ah, ne, der ist da hinten mit dem Gummi befestigt. Wie geht das jetzt auf? Das Gummi hier wegmachen, glaube ich. Ah, seht ihr? Genau. Hier ist der Herd. Aber den kannst du dann da oben drauf stellen. Und das ist dann dazu zum Reinlegen. Genau, mit Gas. Und die Gasflaschen sind hier drin. Ja, hier, das kann man noch hochmachen. Und dann packst du die Gasflasche einfach hier rein. Guck, da. Und dann kannst du super schnell Nudeln kochen. Tomatensuppe, alles, Gemüse, rucki zucki. Und das kannst du halt auch draußen machen, das ist das Geile, weil so musst du nicht drin machen. Das ist Schulterbrett. Genau, und dann befestigt man das. Das war das nämlich. Man muss alles befestigen im Van. Wenn einmal Polizeikontrolle ist, muss immer alles befestigt sein. Deswegen ist es voll nervig. Aber hey, so ist es. So, genau. Ah ja, genau, dann kann man die halt, da sind noch ganz viele, so, die packe ich jetzt einfach auch hier rein. Da, in die Innennetze. So, perfekt, genau. Dann haben wir hier ganz viel Kochmaterialien, so Pfannen, Töpfe, Schneidebrettchen. Das ist hier unter dem Sitz auch wieder befestigt, kann auch nicht wegfliegen oder so. Ganz geil. Mülleimer, auch befestigt. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt kann man diese, genau, hier kann man ja sitzen und sich auch anstellen mitfahren. Also man darf jetzt so viert mitfahren. Und jetzt muss man das hier irgendwie ändern. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen machen wir das jetzt das erste Mal zusammen. Wir schauen jetzt einfach mal, wie könnte es sein, wenn man es kippt. Tja, Leute. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste den Verkäufer noch mal fragen, ohne Scheiß, ich hab das noch nie gemacht. Lass mich kurz überlegen, wie macht es denn am ehesten Sinn? Wir machen erst noch was anderes. Ich wollte noch schauen, ob ich diese Lampe, die ich hier gekauft habe, ob das Sinn macht, die da hinzuhängen. Genau so, und dann dahin. Guck mal. Das macht doch Sinn, oder? Ja, Mann. Das macht Sinn. So, genau. Schon hell, oder? Hier geht's auch, aber die macht schon Sinn. Die macht schon hell, finde ich, oder? Schon gut, ja. Okay, die kannst du auch mit Ladekabel wieder auf Dings. Ah, so ist besseres nicht, das ist besser. Warum hält die nicht mit dem Magnet? Schade. Ah, scheiße. Geh aus. Okay. Gut, also wie kriegen wir das hier rumgeändert? Scheiße, Alter, weißt du das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Fuck. Hier muss irgendein Behälter im Griff sein. Hätte ich mal genauer hingeguckt, als er das gemacht hat. Hier in der Mitte? In der Mitte? Also, er hat es ja vor mir ein paar Mal gemacht, deswegen. Oh, Scheiße. Ich habe gar keine Idee auch. Also, lass mal überlegen. Könnten das sein? Also, auf jeden Fall wird das nach vorne geklappt. Und dann ist dann hier das Brett für den Tisch oder für die Couch oder für das Bett nochmal. Ich hätte jetzt. Oh. Müssen wir ein YouTube-Video anmachen, ne? Keine Ahnung, Dicker. Scheiße, ne, echt. Okay, ich habe keinen Plan. T5 Rücksitzbank umklappen. Rücksitzbank umklappen. So.
Da hat er einen Dreier, da hat er einen Vierer. So, das hat dann so ähnlich wie wir hier, zwei Sitze. Ah, von der anderen Seite. Nee, das macht ja keinen Sinn. Hier ist ja das Brett davor. Das geht ja gar nicht. Oh, Scheiße. Kann ich diesen Typen fragen? Der arbeitet aber jetzt. Aus? Mach mal aus, ja. Der einfache. Ich hab an. Okay, crazy shit, Alter. Wie kann man diese Scheiße. Also, wir haben jetzt hier an der Seite alles weggeräumt, ja? Da ist jetzt hier alles die ganzen. Da unten. Was sagst du da unten? Da ist so ein blaues Kabel. Vielleicht. Lass mal schauen. Oh, warte mal, da passiert was. Ich werd verrückt. Wie geil ist das denn? Endlich. Okay, geil. Hat geklappt. Jetzt kann man natürlich ganz easy so, so. Und dann das hier einfach. Ah, aua. Ah ja, genau, jetzt geht ja nochmal eins in den Raum rein. Stimmt, das war ja der Plot. Guck mal her. Ah genau, und deswegen muss das hier da weg. Ja, Mann. Zack, siehst du, dann hast du halt ein richtig langes Bett. Genau, kommt die Matratze da hinten auch, die kannst du einfach umfalten so. Und das hält auch, muss halt nur mal richtig aus. Hier so, zack. Da noch. Zack, zack. Da noch. Ah, das geht jetzt nicht hier wegen der Sache. Doch, jetzt, oder? Ja. Genau, das hat hier richtig stabile. Lattenrost, auch sogar mit Luftlöcher, dass es zum Atmen geht. Guck, dann ziehst du die aus. Zack. Und dann kannst du dich hinlegen. Dann kannst du schlafen. Und das ist schon sehr bequem. Und sehr Platz auch, so 1,20 Meter breit. Weißt du? Sehr, also zu zweit kannst du easy hier pennen. Also auch Mann, Mann und Frau, Frau oder so, es ist egal. So, und das Ding ist halt jetzt. So, guck, dann hast du so. Du hast zwar jetzt hier auch eine Wasserzufuhr, ja. Dann ist hier noch die zweite Batterie. Da unten. Da mit 12 Volt und allem. Genau. Und ich habe noch so ein Teil gekauft, was das ganze Ding auf 24 Volt macht. Dass du halt richtig Strom hast, Saft, so weißt du. Das ist ein Umgenerator, genau. Hat 100 Euro gekostet, nur der Umgenerator. Genau. Und dann halt da hinten die Außendusche draußen. Cool. Genau, hier können wir mal von draußen zeigen. Ja. Guck. Hier. Das holst du alles raus, das ganze Kabel gedönst, ja. Dann steckst du das hier ein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Plot ist. Wo war der nochmal? Der ist irgendwo auf jeden Fall. Hier ist nochmal Licht, genau. Also irgendwo ist dieser Plot, um halt, dass das elektronisch geht, weil die halt Stromzufuhr kriegt. Ja, und dann hast du halt wie eine Dusche. Läuft die halt ganz normal. Kannst du hier einhaken, zack, und dann stehst du hier und duschst hier. Wenn du eine Frau bist und du hast jetzt doofen Campingplatz, machst du halt so ein Spannbetttuch noch drum. Aber ist halt wie Dusche so. Temperatur halt, wie es draußen halt ist, so, weißt du? Aber ist ja meistens eigentlich immer warm. Genau, dann hast du hier nochmal einen anderen Behälter. Dann hast du hier Wäsche, wenn du waschen willst. Mal aufstellen. Genau, und dann hast du hier nochmal für Klamotten. Zack. Da nochmal einen Tisch. Du kannst die Sitzbank raushauen, dann hast du nur noch zwei Sitze zum Mitnehmen, zwei Leute, also mich und noch einen Beifahrer. Jetzt hast du vier. Das will halt austesten, ob das für mich befriedigend ist, dass ich vier Sitze habe oder ob das total doof ist und ich eh nur mit zwei fahre. Schau hier. Du kannst das hier nämlich einfach rumdrehen und dann kannst du hier einen kleinen Tisch hinstellen. Warte kurz. Ah, da ist es. So, rumdrehen. So, guck. Und dann ist das halt dein Arbeitsplatz. So, zack. Und dann habe ich noch so einen kleinen Tisch. Wenn das jetzt so bleiben würde, hast du noch so einen kleinen Tisch. Den ziehst du hier irgendwo raus. Oder war hier nicht auch noch ein Tisch dabei? Ah, zack. So, weißt du? Und dann kannst du den Laptop drauf, dann der Stuhl ist halt super bequem, das ist ja wie so ein Bürostuhl. Und deswegen fände ich es halt geil, wenn man dann vielleicht noch so eine Tischfunktion hätte, die dann wirklich wie ein Büro machen würde, mit Kamera fest. Und noch eine Dashcam rein, hinten vorne und hinten, die richtig geile Aufnahme hat, das heißt, man wird automatisch immer gefilmt. Und GoPro, genau. Aber so ist es halt erstmal. Deswegen, was eigentlich Sinn macht, bei vier Sitzplätzen, dann auch vier Schlafplätze zu haben, dann so ein Zelt drauf. Ja, die kosten immer so viel, 2000 Euro und so. Der Träger an sich kostet schon fast ein Taui. Da musst du richtig Glück haben, dass du das günstig findest. Ja. Nee, aber so ungefähr ist erstmal die Situation. Und dann wollte ich hier unten drunter noch so eine
so ein Tresor reinmachen. Richtig geil. So ein Safe für Wertsachen. Das ist jetzt ein Staubsauger. Wir testen das jetzt mal. Wo ist denn der gute Zigarettenanzünder? Da ist er. Ah ne, warte. Habe ich nicht da unten auch einen dran? Kann ich nicht den nutzen? Das ist er doch. Genau. Muss ich irgendwas einschalten? Ah, da. Ist ja süß. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also für umsonst kann man machen, aber nicht für Geld ausgeben. Genau, das heißt, jetzt wird noch nachgerüstet eine Dashcam. Jetzt wird noch nachgerüstet eine Tresor, also unter dem Sitz. Und dann irgendwas auf dem Dach. Irgendwas, weiß man nicht was. Die Zelte sind so schweinisch teuer. Das ist echt unverschämt. Aua, das ist wirklich unverschämt. So. Gehen wir gleich zur Post, bringen das hier weg, holen noch die andere Kamera, die Insta360, Packungsteil hier, was sie mir geliefert haben. Also wirklich bei Temu zu bestellen, ist wie beim Schrotthändler zu bestellen, echt ey. Aber die haben wohl wirklich einen Sitz in Deutschland, sonst würden die nicht so schnell liefern. Das hat zwar ein paar Tage gedauert, also schon 6-7, aber jetzt nicht China. Ja, oder das, ja. Genau, so, aber die Lampe kann man, manche Sachen sind ja auch gut. Dinge da sind auch gut, so, deswegen. Genau, und dann hast du halt hier vorne noch eine Rückfahrkamera. Das ist halt auch fett, dann hat es Tempomat. Das ist halt auch geil auf langen Strecken. Das ist ein Diesel, der verbraucht ultra wenig. Hier noch Handy-Navigation, so, also, nee, hier kannst du noch alles zumachen. Ich find's aber geil, dass diese Person hier theoretisch während der Fahrt so sitzen kann. Die kann ja auch so sitzen, weißt du? So, wenn man auf einer Landstraße fährt, wo man nicht jetzt 250 fährt, so. Nein, aber das geht ja, weißt du? Da kann man ja entspannt, oder die kann ja auch schlafen. Die kann ja während der Fahrt, das ist das Geile, das geht bei anderen Fahrzeugen nicht, zum Beispiel bei dem Ford Transit oder bei dem Ducato, bei diesem Sprinter, da hast du das zu. Dann musst du immer durch die Seiten rein. Hier kannst du halt während der Fahrt wirklich sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr zu fahren. Sogar der Fahrer könnte sagen, ja komm, wir fahren kurz 80, 60 und wir tauschen einfach und der geht schlafen und der andere fährt. Hat meine Freundin auch schon gemacht, während der Fahrt einfach getauscht so. Ging ganz easy. Von daher, man kann hier mal reinschauen, was da nochmal ist. Also das lassen wir mal jetzt. Hier ist einfach, ja hier ist halt alles hohl, ne, komplett frei. Da sind diese Gasflaschen, den Herd da hinten links. Und sonst ist hier komplett alles frei. Das bedeutet, du kannst hier eigentlich sehr, sehr viel reinhauen an Klamotten und Lebensmittel so. Ja. Deswegen, mir fehlt noch was in die Höhe. Da hätte ich halt gerne noch was vor dem Fenster. Was braucht man nämlich eh nicht, das Fenster. Genau. Dann mal hier drunter schauen. Ja, da sind halt so Sachen und die Rücksitzbank. So, das ist halt, wie es ist. Deswegen. Nö, ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, da kommt man erstmal die paar Jährchen mit aus. Mal gucken, wie viele Länder man damit bereisen kann. Also ich hatte schon vor, so Polen rausfahren. Hast du schon mal Polen? Tschechien. Kurz Kroatien. Kurz Abstecher runter nach Italien, zack Rom, Schweiz, Österreich, dann zack Frankreich, Luxemburg, kurz vielleicht Belgien, wieder Frankreich und dann Spanien, Portugal. Dann hast du schon 14 Länder mitgenommen so und dann bist du erstmal so, das kann man erstmal machen. Das wäre eigentlich ganz geil, so im Schnelldurch. Oder man macht halt den Balkan, man fährt halt wirklich so Polen, dann kommt ja schon Russland, aber dann Polen, dann Wien unten, dann richtig runter Richtung Balkan, da sind ja auch ganz viele kleine Länder. So, dann einfach da alles abfahren, alles ein bisschen chillen. Aber Hauptsache, dass es warm ist, so, weil hier ist noch keine Standheizung drin. Wenn du noch keine hast, dann ist okay, also ich habe eh nicht so kalt meistens, aber du hast halt die normale Heizung, deswegen musst du halt gut vorheizen und im Sommer brauchst du das ja eh nicht, deswegen. Aber im Winter werde ich, also ich gehe in der Schweiz arbeiten und dann schaue ich mal, wie viel Geld ich verdient habe. Also werde ich noch ein paar Sachen ändern. Genau, so, sollen wir mal zur Post und sollen wir kurz die Reifen fotografieren. Dann stellen wir die hier rein und dann gehen wir kurz das wegbringen, gehen zur Post und dann müssen wir schon was essen. Ich habe schon was Hunger. Ich habe nichts gegessen, ich muss aber was snacken. Sonst verliere ich die Kraft, weil ich habe echt Hunger. So, und dann kippen wir das einfach so zusammen. Genau, so. Also. Scheiß, die Reifen müssen weg. Mann, warum habe ich den mitgenommen? Also, der braucht die ja auch nicht. Das ist ja auch mies. Die Reifen, echt, die müssen weg, weg, weg. Okay, egal, räumen die jetzt hier rein, dann gehen wir mal schnell zur Post, dass wir mal was essen.